Hallo Sportfreunde, heute geht es um das Thema Dekontraktion. Das heißt, wir kontrahieren einen Bereich, um den anderen Bereich zu entspannen. Heute geht es darum, da wir viel sitzen, Auto, Büro, Schreibtischstuhl und die Verkürzung hier vorne im Schultergürtel. Das heißt, wir wollen hier eine Dekontraktion hervorrufen, indem wir den Schultergürtel aufrichten. Dazu trainieren wir unsere Rotatorenmanschetten in der Schultermuskulatur. Ihr nehmt so ein Theraband, wickelt das einmal in eure Hände, sodass das Theraband oben über den Händen verläuft. Dann legt ihr eure Ellbogen hier an die Seiten, die bleiben immer dort, das ist ganz, ganz wichtig, und macht diese Bewegung. Es ist ganz entscheidend, dass die Ellbogen an der Seite bleiben, sonst beanspruchen wir nicht mehr die Rotatorenmanschette. Ja, das heißt, wenn ihr nicht so weit kommt, nur bis hier und dann abspreizen müsst, dann arbeitet ihr halt nur in diesem Bereich. Wenn ihr weiterkommt, arbeitet ihr weiter. Hier sieht man schön bei der Außenrotation des Oberarms, wenn Ronny seine Übungen macht. Hier drin ist eine kleine Muskelgruppe, nennt sich Rotatorenmanschetten, und die sind verantwortlich für die Außenrotation des Oberarms. Und wenn ich diesen hier trainiere, kräftige, dann entspanne ich ja quasi den Bereich zwischen Schulter- und Brustmuskulatur. Ja? Und so komme ich in der Aufrichtung hier vom Schultergürtel, vom Nackenbereich, und der Nacken wird entspannt, weil er sich quasi aufrichten kann und kein Zug mehr drauf ist. Fleißig üben, ihr macht es immer zwei, dreimal die Woche, zwei Durchgänge, 15 Wiederholungen in dem Bereich. Kann man auch mal machen am Schreibtisch, wenn man wirklich Nackenverspannung hat. Einfach ganz kurz reinarbeiten in die Geschichte. Fleißig üben, danke, ciao, Sport.